Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ja, also als ich den Part beendet hatte, hatte ich mir erstmal was angeguckt und mir ist erstmal aufgefallen, dass auch alles wie neu ist, als hätte ich eine komplett neue Klinge. Mein Pentagon-Splitter ist wirklich nur bei Pyras Waffe drinne. Und ja, toll, und ich habe keinen Holzsplitter mehr. So eine Kacke. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Aber gut, okay. Ja, und die Entwicklung ist auch komplett anders. Genauso wie mit den Hilfskernen. Die habe ich auch erstmal schnell ausgewechselt. Finde ich toll und lass mich raten. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Lass mich raten hier, das muss ich auch komplett neu machen. Oh, das komischerweise nicht. Das mal was ganz Neues. Gut, okay, egal. Wir versuchen unser Glück jetzt mit Mithra. So, müssen wir da überhaupt hin? Leute. Congratulations. Was hat denn hier? Ja, hier hin. Okay. Dom, 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 dom. Hier müssen wir anscheinend schon mal nicht hin. Jetzt bin ich echt verwirrt. Wie soll ich denn da hinkommen? Lol. Wie dumm. Wer ist das denn? Lila? Wait! Lila! Wait up, Tora! Läuft. Noch ein eine künstliche Klinge. Na, da bin ich mal gespannt, was da geht. Ist jetzt dort hinten, okay. Vor allem, sie sind einfach mal so zurück, ne? Thanks for getting it done. Dum-dum-dum-dum-dum. So, haben wir noch was zu erledigen? Nein. Hier noch was? Hier haben wir noch mehr als genug. Nur mal jemand anders, der Wind ist. Na, vielleicht den nochmal. So, oder den. Keine Ahnung, was das ist. So, einer hat einen Sand. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Ich weiß nicht mal, wo lang. Ich springe einfach hier runter. Au. Toll, hat's jetzt vollgebracht. Oh, hier ist ein Schatz. Gleich mal aufmachen.
Auf geht's. Müssen wir halt hier nochmal hoch? Die lehnen sich erst gar nicht erst mit uns ein. Ach, da oben steht sie, hab ich auch nicht gesehen. Blub, blub. Die ist weg. Tora wird ignoriert, dann muss Tora hinterher. Okay, dann wieder hinterher rennen. Das ist eine richtige Schnitzeljagd hier. Nein, nein, jetzt war ich meine abgestürzt. Hey, oben wird angezeigt. Gehen wir halt auf den Röhren lang. Ist die, Alter. Hey, das ist aber schon wieder oben. Was? Wo muss ich denn da hin, Mann? Ach, da oben, okay. Wäre ich da irgendwie rübergekommen? Nee, nicht wirklich. Also muss ich hier hochklettern. Ich hab so ein Gefühl, ich bin hier falsch. Scheiße. Du-dum, 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 du-dum. Dim, du-dum, dim. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, hier. Dom, dom. Dom, dom. Dom, dom. Mein Gott, da ist die Alte weit weg. Verarschen oder so? Hä? Wo soll ich denn lang, Mann? Ah, hier. Gut. Geh mal jetzt hier weiter hoch. Zack. Wir können uns nicht unbedingt leisten, jetzt hier. Hier mit irgendwelchen Gegnern anzulegen. Schnell die wegflitzt, Alter. Blub, 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 blub. Ist sie dort hinten? Na klasse, Alter, wir sind in voll in der Herren, ja. Schaffen wir das? Ja, Batz. Jetzt geht's wahrscheinlich richtig los, ja. Not here. Where did she go? Tora, wait. Did you know that girl? She seemed somehow similar to Poppy. It was Lila. Lila? The artificial blade Tora's Dadapon and Grampypon were making. Tora recognized her anywhere. Masterpon, there an ether furnace reading nearby. Up there. It is you. Ether furnace reading detected. Initiating protocol. Ah, Chucky!
thing or three. Great! Come on then, Rex! Steady! Jetzt ziehe ich natürlich kaum was ab, Alter. Oh, scheiße. Oh, ich gehe Holzsplitter nach, toll. Tja, dann muss ich gucken, wo ich halt anderes Zeug herkriege. Bon. Hat die da einen Koffer in der Hand, Alter? Yeah. Alter, Unbesiegbarkeit ist klar. Klar, jetzt zählt ihr auf mich, Alter. Bam! Nein, da passt die Held aber was aus. Bam! Zack! Ein verfehlt, Alter, ist klar. Toll, hat ja viel gebracht, ne? Toll, die wollte ich gerade umwerfen. Mann. Zack. Zack. Alter, die war so. Boom. Alter, der hat ganz schön viel HP, Alter. Oh, jetzt voll miauen. Probability of success falling. Switching to strategic retreat mode. Lila! Jetzt verzieht die sich einfach. Rein theoretisch könnte man das jetzt noch weiterführen. Ehrlich gesagt geht mir das langsam echt durch die Tür zum Sack hier, diese Nebenmission. What? Na klasse. Nee. Ah, die hier. Erstmal deaktivieren hier, ja, das geht nämlich auf den Sack hier. Oh, schon besser. So, dann machen wir jetzt gleich mal die Nebenmission hier. Zumindest nehmen sie erstmal an hier. So, die wird man natürlich nicht aktiv festlegen, die machen wir dann später.
Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch mal ein bisschen um hier, bevor wir die Hauptmission jetzt hier weitermachen. Links gibt's noch eine Nebenmission, die nehmen wir auch gleich mal an. Halt, dran vorbeilaufen. Ja, so. Erzähl weiter, erzähle. Ja. So, gut. Ja, das meine ich, die quatschen immer so viel. Nein. So, die Söldner sind auch wieder zurück hier. Ne, doch nicht, irgendwas habe ich doch gerade halt. Achso, neue Söldner-Mission. So. Dann können wir jetzt doch die Hauptmission weitermachen. Mission accomplished. Informant, ja, ich mag die Informanten irgendwie überhaupt nicht. So wirklich viel haben die nicht zu sagen. She's gone. Ether furnace reading lost. It seems she has escaped. Lila. Long time ago, Grampy Pon Susu and Dadapon Tatazo were working on her. Her name was Lila. Grampy Pon and Dadapon and Tora all wanted to become driver. However, not single one of us have potential. So, we decide to work together and make artificial blade. Blade even we can use. But then... Ich erkenne den schon. You must run, Tora. Take this and go. Someday you finish what we started. After that, Tora hide out in Torigoth City, making Poppy based on blueprints and ether furnace Dadapon left for Tora. Don't you have any idea who the attackers were? Tora not know who, but they definitely wanted to steal Lila. If it was Lila they were after, how'd she end up here in the Empire? It looked like they were Imperial soldiers after her. Tora have no idea. But one thing is most confusing. What's that? When bad guys attacked the lab, Lila was not finished. They're only one who could finish making Lila, Dadapon Tatazo. Which means Tora's father must still be alive somewhere? Dadapon must be held captive by whoever using Lila. You there, don't move. Imperial soldiers. You. So we meet again, driver of the Aegis. Lady Morag, she's the one. That mechanical girl took down our squad! What? Hang on a minute. Where the hell did you get that idea? Unfortunately, they cannot tell difference between Lila and Poppy. So, Rex, was it? Rex? I'm very disappointed to find you stooping to such lowly crimes.
lowly crimes? What the heck? I'm telling you, you've got the wrong guys. Ah, die wollen sich auch noch mit uns anlegen hier. Der Part ist auch schon vorbei. Wir beenden ihn erstmal an dieser Stelle. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr einen Daumen hoch und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, gebt mir auf jeden Fall ein Abo. Ja, ich muss leider mitten im Kampf beenden. Ja, aber ich werde dann gleich wieder einschalten, da man hier keine Pause drücken kann. Bis zum nächsten Mal.